reingeht. Mario! Luigi? Luigi! Mamma mia! Und damit auch willkommen auf YouTube zu Super zu Mario & Luigi Bowership. Ja, beginnt direkt rein ins Spiel. Krasses Intro. Mamma mia! Oh! Wow! Luigi? Luigi! Luigi! So. Hoi, hoi, hoi. Okay. Aber springen. Zick. Also was ich bisher davon gehört habe, dass die Grafik wohl nicht so geil wird. Ich finde sie aber ganz gut. Ist mal was anderes, wenn zu den normalen. Oh
und deren erster Kampf. Wähle einen Gegner aus, den du mit Sprung angreifen möchtest. Drücke während des Sprungs auf den im richtigen Moment den Knopf, damit der Angriff seine volle Wirkung entfaltet und du einen zusätzlichen Sprung ausführen kannst. Ja, das kann man ja aus den anderen Teilen. Also so nicht. Kommt dann. Häufig kann man springen, um den Angriff eines Gegners auszuweichen. Während des gegnerischen Angriffs im richtigen Moment den Knopf mit auszuweichen. Hä? Drück ich noch falsch? Ja, und da kriegen wir Erfahrungspunkte und wenn die Flagge ganz oben ist, haben wir ein Level up. Kennt man. Ich glaube, da geht schon weiter, oder? Oder nicht? Das sieht mir nach, es geht weiter aus. Ja. Dann gucken wir erstmal da drüben, was da noch ist. Achso, ist auch ein Vorgang am Block. Okay. Man kann sich auch mal den Bruder einbilden. Jetzt nicht, wir lassen mal hier hin. War das jetzt ein erster Angriff? Ja, gibt's wieder. Immer noch. Das war einfach. Oh, das war glaube ich kein erster Angriff. Oder nicht gegen. Ja. Hä? Was mache ich denn falsch? Jetzt! Cool. Oh. Hier kommen wir noch nicht hin. Also in anderen Teilen gab es so einen Brüdersprung. Nur dafür brauchen wir erstmal Luigi. Mario.
Luigi. 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 Du bist wieder mit Luigi vereint. Jetzt kann das Abenteuer beginnen. Ja. Oh, Luigi. Ja. Luigi läuft uns automatisch hinterher und mit B kann er springen. Aber jetzt würde ich sagen, springen wir erstmal von Bord. Schade. Hallihallo. Wie schön, dass du deinen Bruder wieder gefunden hast. Dann bist du Mario? Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Connetta. Ich habe mich so was von erschrocken, als Luigi einfach vom Himmel gefallen ist. Mal, er hat sich schon richtig große Sorgen wie ich gemacht. Du möchtest wissen, wo wir hier sind? Luigi habe ich jetzt bereits erzählt, aber jetzt noch einmal für dich. Das hier ist Concania. Eine friedvolle Welt, oder zumindest war sie das mal. Im Herzen Connectanias stand ein riesiger Baum, den Connectabor, der ganz Connectania verband. Aus diesem Baum floss eine Energie namens Connecta hinaus ins gesamte Land. Die Connector-Energie versorgte uns, sodass uns allen ein glückliches Leben gegönnt war. Aber wurde zerstört und Connectania brach auseinander. Es war unheimlich. Der Boden riss in zwei und verwandelte sich in unzählige offene Inseln. Ich verlor das Bewusstsein und erwachte dann hier auf Capitabora. Danach
habe ich genau hier einen Nektarbohrsamen gepflanzt. Dies ist der neue Connectarbor. Er wächst bereits und ist zurzeit aber leider noch sehr klein. Die Aufgabe ist es, mich um den Tabor zu kümmern. Ich bin nämlich Botanikerin. Trotzdem zeigt meine Pflege des Baums bereits erste Früchte. Nämlich endlich groß genug geworden, um Nektar zu produzieren. Doch an jenem Tag, als der Kontinent zerbrach, fiel er in unzählige Giftinseln, die nun alle Strömungen übers Meer treiben. Darum gilt es jetzt, den Nektarbor mit allen Inseln zu verbinden. Wie wir das tun, wird die Macht des Connectastens bestimmt unsere Welt wiederherstellen. Luigi, ihr seid aus einer anderen Welt zu uns gekommen, richtig? Ich wünschte, ich wüsste einen Weg, euch wieder nach Hause zu bringen. Kümmere ich mich. Oh, was? Ich hatte mich schon gefragt, wo du steckst. Mit dieser Mütze ist es wirklich gemütlich. Diese Farbe wie eine grüne Wiese. Da fühlt man sich geradezu wohl. Also nicht, dass ich ein Schwein wäre. Das ist nämlich kein Rüssel. Das sind meine Augen. Also gewöhnt euch besser schnell an meinen spektakulären Anblick. Kleine Kerlchen, hier ist Bugs. Wir sind richtig dicke Freunde. Scheint Luigis Mütze echt gemütlich zu finden. Ihr sucht nach einem Weg, um wieder heimzukommen. Keine Sorge, den finde ich für euch. Aber im Gegenzug, wenn ich mir das mal erlauben darf, hätten wir eine Bitte an euch. Könntet ihr uns helfen, die Riftinseln wieder anzubinden? Erst fällt Luigi vom Himmel, dann kommt Mario angegriffen. Muss mehr dahinter stecken. Das ist zumindest meine Meinung. Luigi, Mario, was habt ihr? Schießt euch Connector unten mehr an? Ihr wollt uns wirklich helfen? Ich meine, sauber. Vielen Dank. Was für eine Erleichterung. Danke, dass ihr mit an Bord seid. Dann will ich euch mal in alles weitere einweisen. Ihr werdet viel von mir lernen. Als erstes wollten wir auch schon nach Griftinseln halten. Folgt mir. Ich würde mich gerne erstmal so umgucken hier. Und speichern. Ja, sonst gab es ja immer das... Die letzten Teile waren ja alle auf dem 3DS und da gab es unten auf dem Bildschirm immer so eine Tasse, mit der man speichern konnte. Nur dass es auf der Switch nicht gibt, würde ich mal annehmen, haben die das automatisch speichern ersetzt. Würde ich mal so annehmen. Ist ja auch nicht mal das originale Mikler Studio. Kann ich hier runterfallen? Nee. Schade. Mario und Luigi, hier drüben. Da oben wird gespeichert.
Ich würde mal annehmen, das sind Bereiche, wo wir noch nicht hin dürfen. Ein Geschenk, ich will dahin. Dürfen wir aber noch nicht. Ja, es sind alles Sachen, die noch kommen. Guck mal, Luigi springt so automatisch mit Mario springen. Okay, die Sachen gibt's auch weiterhin. Nein, das wollte ich gar nicht. Schon zwei Spielstände verbraucht. Ah, fast vergessen. Ihr werdet viel auf die Karte platzen. Und Items einsetzen, keine Frage. Also worauf wartet ihr noch? Dann eben ganz von vorn. Ihr müsst das Ding mit Plus öffnen. Mitchum erfährst du mehr über die Story, ganz Items einsetzen und noch vieles mehr. Ja, okay. Wenn irgendwann nochmal funktioniert, dann schaut über Tipps und Optionen, ja. Und folgt mir. Ja, Logbuch. Story. Okay, Herausforderungen. Items. Obon gibt's. Und etwas anderes. Und etwas anderes. Ausrüstung. Alte Stiefel, alte Latzhose. Ja. Statuswerte. Ja. Okay. Tada. Ist doch mal eine Kanone, was? Die richtige Größe für zwei tapfere Kerle wie euch. Na, klingt's? Klingt's? Transportmöglichkeit, um auf den Sinn zu kommen. Quick, quick, quick. Ganz genau. Kann keine schlechte Idee sein, wenn's die einzige Idee ist, hab ich nicht recht. Ihr werdet euch ganz ins Gewiss verschießen, das ist ja wohl.
ich weiß, aber leider ist dies wohl die einzige Möglichkeit. Macht euch nicht viel Gedanken, schließlich bin ich auch mit von der Partie. Na sowas, da treibt auch schon die erste Driftinsel. Super, was? Also ich beschwere mich nicht. Auf dieser Insel müsste es einen Leuchtturm geben. Den sollten wir als Ziel anpeilen. Das Weitere erklären wir euch später. Jetzt erstmal rein in die Kanone. Nee, ich will nicht. Ich speichere vorsichtshalber mal. Falls wir sterben. Und ich gehe wieder. Steck mal und Lütsch in der großen Kanone. Kannst du das Fadenkreuz bewegen? Was ist, wenn wir an der Insel vorbeifahren? Na schön. Schwankum.